In einer weiteren Folge 2170 Kampagne. Wir sind da letztes Mal stehen geblieben, dass wir uns hier eine schöne kleine Flotte zusammengestellt haben, womit wir jetzt gleich ordentlich Faser in den Hintertreten werden. So. Und nicht lang schnacken, Koppe nacken. Bisschen vorspulen. Warnung. So. Produktion gestoppt. Geil. Das Gute ist ja, dass die jetzt erstmal alle auf die Viper gehen, weil die als erstes da war. Und die Kommandoschiffe, die eh ein bisschen mehr Schaden machen als die Viper. Also die Viper tankt jetzt gerade die Kommandoschiffe, die halt mehr Schaden an den Türmen hier machen. Aber sieht die noch gleich gut aus? Warnung! Fahrzeug unter Beschuss. Ja, zur Not können wir die ja wieder zurückholen. Geil. Noch eins. Also zwei. Geil. Warte, welches Schiff? Scheiße, ich hab das Schiff, was die Sachen mit hatte, vergessen. Hallo, du? Ja, du? Ja, du hattest sie. Komm mal bitte her. Zack ich. Ja, da ist es schon. Und? Ihr Plan ist fehlerhaft. Sie können mich nicht stoppen. Oh, du. Kurz nach der Spur. Und? Upload gestartet. Gleich ist das Antivirus im Netz und in Fathers System. Es funktioniert. Da. Father verliert die Kontrolle. Wir bekommen einen Netzcluster nach dem anderen zurück. Das hört sich gut an. Oh. Beeilen Sie sich. Father hat sie lokalisiert. Seine Drohnen haben sie fast erreicht. Das hört sich nicht gut an. Hört mal auf. Danke. Die Systeme reagieren wieder. Der Antivirus scheint zu funktionieren. Das Core-Netzwerk ist wieder unter unserer Kontrolle. Das hört sich gut an. Aber was ist jetzt mit dem durchgedrehten Supercomputer hier? Hallo? Kann mir jemand mal sagen, was los ist? Menschen, Sie stellen sich gegen mich? Inakzeptabel. Haut jetzt gerade dein Supercomputer ab. Sehe ich das richtig? Ja, warum nicht? Ich breche erstmal aus den Hafen da aus, ne? Klar, gut. Voll durch unsere Schiffe wahrscheinlich durch, ne? Alter, voll durch unsere Schiffe. Hat voll keinen Respekt hier. Ja, und tschüss. Okay. Das war schon. Das war schon. Oh. Okay, ich kann euch jetzt schlecht eine 3-Minuten-Folge abliefern, dann würde ich sagen, dass wir gleich die dritte Mission beginnen. So, und zwar. Hier. Dann haben wir. Jo, dann haben wir auch schon Kapitel 2 beendet, wenn wir die Eden Initiative kann eine solche Entwicklung nicht tatenlos hinnehmen. Ich kann doch davon ausgehen, dass Sie für diesen Auftrag sofort einsatzbereit sind. Natürlich. Erstaunlich, dass Sie als Nichtwissenschaftler so signifikant wichtig für SIAT geworden sind. Was soll das jetzt heißen? Okay. Schulterschluss. Der Computervirus aus der Virago hat Fasersysteme infiziert. Die Super-KI hat Call lahmgelegt und ist dann untergetaucht. Ohne Energie und von Unfällen gebeult ist die Stadt kaum handlungsfähig. Professor Devi hat die Vertreter von Global Trust und Eden Initiative auf dem Schauplatz des Geschehens gebeten. Sie müssen davon überzeugt werden, dass Faser nur mit vereinten Kräften aufgehalten werden kann. Ja, let's go. Und wer wird das wieder machen? Wir. Genau. So, wer das lädt, trinke ich mal kurz was. Gleich wieder da.
Nein. Das sieht gut aus. Die Stadt. Ein einziges Schlachtfeld. Nein. Der Computervirus muss Fathers Sicherheitsroutinen völlig lahmgelegt haben. Sonst wäre es nie so weit gekommen. Ja, gut. Osterfeuer. Die Lage ist wirklich ernst. Ich fürchte, SAAT ist auf die Mithilfe von Global Trust und der Eden Initiative angewiesen. Ihre Vertreter werden bald hier antreffen. Vertreter? Entschuldigung. Ich mag seine Aussprache halt. Gut, dann warten wir mal auf die Vertreter. Ach, da ist schon ein Vertreter da. Hallo Vertreter. So. Father, die unfehlbare Super-KI, ist also außer Kontrolle. Nun, das ist sicher bedauerlich, aber nicht das Problem von Global Trust. Kannst du ein Problem von Global Trust werden, wenn die KI eure Schiffe angreift? Wir wissen doch nicht einmal, wo Father ist. Aber in den Trümmern der Stadt liegen Verletzte, die unsere Hilfe brauchen. Ich kann keinem Phantom nachjagen, während hier noch Menschen in Gefahr sind. Kann man schon. Ja. Mission 3. Der Wahrheit auf der Spur. So. Geht's unseren Schiffen gut? Durch Vater. Ja, geht's unseren Schiffen gut. Miss Rodriguez und Mr. Thorne unterschätzen die Gefahr. Ach so, ja. Wir müssen einen Weg finden, ihnen das endlich klar zu machen. Ja, warte mal kurz. Baue ich mal einen kurzen Reparaturkran, damit unsere Schiffe mal wieder ordentlich aussehen. Sprechen Sie doch noch einmal mit den beiden. Ja, jetzt komm mal runter hier. Ich muss jetzt gerade nur... Ach ja, ich habe ja alles ja schon. Habe ich schon das hier? Nein, nicht das. Mensch, das. Und böse Energie. Ach, passt schon. Ach ja. Zack. Was gibt es? Moin. Nur die Kurzfassung. Warum? Ich verstehe Professor Divis Aufregung. Aber er übertreibt maßlos. Naja. Und seine entlaufene KI einzufangen, fällt mir wirklich nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Das ist jetzt kacke. Hey! Was willst du? Warnen. Sorry, aber die Eden Initiative wird höchstens Unterstützung beim Wiederaufbau von Kor leisten. Solange es keine Beweise für einen geplanten Angriff von Vater gibt, konzentrieren wir uns lieber auf die wichtigen Dinge. Die wichtigen Dinge? Ja, okay, Mensch retten, aber wir sollten ja auch die... Nun ja, sie haben es versucht. Aber wir brauchen überzeugendere Argumente. Vielleicht konnte ja Dr. Bartok schon etwas herausfinden. In der Stadt gibt es keinen einzigen konkreten Hinweis darauf, was Father plant. Aber ich habe einen Notruf empfangen von einer Insel hier ganz in der Nähe. Wo? Da. Super. Die beiden Hansel hier, die Olle und der Typ wollen uns also nicht helfen. Das ist ja klasse. Mayday, ist Lester von der Bradford-Mine. Unsere Energieversorgung ist ausgefallen. Wir benötigen ein Notfallteam. Over. Dr. Bartok hat diese Posten aus der Quelle des Notsignals ermittelt. Wir müssen nachsehen, ob jemand überlebt hat. Jo. Sie leben. Ich habe befürchtet, wir wären die Einzigen. Wir müssen unsere Energieversorgung reaktivieren. Aber unsere Uranpellets wurden gestohlen. Oh, das ist ja schade. Ich kenne eine Möglichkeit, die tiefer gelegenen Uranvorkommen zu erschließen. Es sind jedoch einige Vorbereitungen nötig. Ja. Okay. Könnten auch mal vielleicht Produktionsstillstand. Windmühlen bauen.
oder Blockheizkraftwerke oder meinetwegen auch Solarkraftwerke. Wäre alles möglich, aber nein, Uran. Das hat man davon. Was wollte der? Uran, ne? Ja. Mach mal hin. Modulentwicklung abgeschlossen. Ein Kontor dann noch errichten. So. Dann noch. Das hier mitnehmen. Nehmen wir mal ein bisschen mehr mit. Kann ja nicht schaden. So. Ich trau den Dingern hier in Anno eh nicht, weil auf, wenn man die bauen will, steht da, es kann sein, dass die bei langem Gebrauch in die Luft gehen. Und wer benutzt die nur so, ach ja, jetzt mache ich die mal kurz aus. Oh, jetzt mache ich die wieder an. Oh, jetzt mache ich die aus. Das macht keiner. Ich muss ja mehrere immer an und aus machen. Energieversorgung mangelhaft. Sobald wir das Uran haben, kann das Rechenzentrum wieder mit Energie versorgt werden. Dann kommen wir auch an die Aufzeichnungen der jüngsten Ereignisse. Das ist doch super. Ach so. Ah, so. So, wir sollen das hier verbinden. Zack. Uran. Ach so, wir brauchen ein bisschen Strom. Das ist das Rechenzentrum hier. Ah, okay. Aber da müsst ihr doch kein Uran für verwenden, Mensch, Jungs. Hier. Haben wir? Uran? Oh ja, haben wir. Warnung. Und Produktion gestoppt. Konnten Sie wirklich was für mich tun? Ja, endlich natürlich. Wieder Energie. Die Systeme des Rechenzentrums sind bereits hochgefahren. Ich starte den Transfer des Datenprotokolls. Laut diesen Aufzeichnungen wurde das Uran tatsächlich auf Fathers Schiffe verladen. Informieren Sie Rufus Thorn. Ich versuche herauszufinden, was Father damit vorhat. Ich stoppe jetzt erstmal die Dinger hier, weil die sind mir viel, viel zu teuer. Ich glaube, eine kann ich eh abreißen. Ach, die kann ich überhaupt nicht abreißen. Also, super, danke. Danke dafür. Achso, ja, gut. Hey! Was hey. Kann Global Trust für Sie tun? Sie haben tatsächlich einen Beweis, dass Father etwas im Schilde führt? Bitte, ja, ich höre. Ja. Father hat Uran gestohlen. Und das ist sehr, sehr böse. Dafür muss er bestraft werden. Uran-Diebstahl, sagen Sie? Das ist natürlich kein Kavaliersdelikt. Nee. Andererseits rechtfertigt es keinen Großeinsatz. Ich kann das höchstens als Versicherungsfall geltend machen. Danke für deine Hilfe. Wir wissen von Fathers Urandiebstahl. Sich auszurechnen, dass er weitere Städte angreifen wird, ist nicht schwer. Wir müssen Beweise dafür finden. Global Trust hat eine kleine Flotte ganz in der Nähe. Wenn es Sie beruhigt, kann ich Sie hier beordern. Aber Sie übernehmen die Kosten dafür. Ja, klar. Bauzelleneisen. Oh, ich guck erstmal weiter. Warnung. Es sind so viele Fliegen. Produktion gestoppt. Also, dann fahren wir mal dahin. Guck mal, was da ist. Wo sind meine Schiffe eigentlich? Lokalisiere Insel. Gleich müssten wir an einem Stützpunkt der Eden Initiative vorbeikommen. Moment, da stimmt doch etwas nicht. Was denn? Sollten wir vielleicht nachsehen. Das sieht doch alles hier gut aus. Ich weiß von hier wird die Stärke der Umweltbelastung der Areale im Norden und Nordosten gemessen. Es sieht aus, als wäre Father vor uns hier gewesen. Okay.
Registriere kriegerische Aktivitäten. Lade Standardprotokoll. Reis 98 für Kriegsfälle. Oh, geil, Reis. Achso, warte. Ein Glück, dass du uns gefunden hast. Unser Zentralpanel und die Schilde sind ausgefallen. Und wir haben nichts, um sie zu reparieren. Natürlich, und das sollen wir auch machen. Carbonenfunktionschance, du willst mich durch. Kann ich Carbon hier links einkaufen bei dir? Dann kauf mal kurz ein bisschen Carbon. Nichts anfassen! Hier ist alles steril. Junge. Na dann, auch ich habe Wichtigeres zu tun. Sekunde, dann habe ich Zeit für Sie. Kann ich irgendwie umstellen, dass Sie nicht gleich ziehen? Nein. Sie wollen zu mir? Wir haben genug. Nee, ich möchte zu... Keine Ahnung. Sie können jederzeit mehr SAAT-Equipment erwerben. Verkauft hier irgendjemand Funktionsdrinks? Hallo? Funktionsdrinks? Entschuldigung. Oh. Ah, ich hasse Fliegen, ganz ehrlich. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie ein Funktionsdrink. Dann müssen wir den ja wohl herstellen. Ich bin ja schon sehr entzückt darüber. Achtung! Ach, warte mal, wir haben noch hier welche, ne? Haben wir hier nicht welche? Ich hab jetzt so lange nicht mehr hier gespielt. Haben wir nicht welche? Stellen Sie sich vor, ich habe ein neues Labor bekommen mit lauter neuen Geräten. Das ist super. Kann ich mal ein paar von Funktionsdrinks? Funktionsdrinks. Hallo. Funktionsdrinks. Ich produziere doch Funktionsdrinks. Achtung, Getränkevorräte gehen zu Ende. Ja, okay, den kann ich das nicht entziehen. Aber den hier kann ich es entziehen. Wo sind jetzt meine Funktionsdrinks? Wir haben keinen Zucker. Wir haben... wo haben wir? Käffchen? Haben wir hier Kaffee? Ja. Was ist denn los? Ah. Jetzt. Dauert nur ein bisschen. Dann können wir jetzt mal um das andere. Die anderen. Achtung. Da war ja noch Produktionsstillstand. Oh, hier ist einer gleich in der Nähe. Fahren mal geschlossen hin. Das ist eine von SAATs GPS-Funkstationen. Oh. Wenn Father hier vorbeigekommen ist, können wir vielleicht herausfinden, wohin er unterwegs ist. Positionsvergleich abgeschlossen. Ergebnis? Anflugschneise auf GPS-Funkstation befindet sich außerhalb der Geschützreichweite. Weg. Oh. Alter. Oh. Ey. Das war mein Schiff. Das finde ich nicht nett. Böser Fahrt. Ach, Kacke. Egal. Komm drauf da. So. Kackviecher hier. So. Haben wir jetzt auch mal genügend Funktionsbrains? Nö. Natürlich haben wir keine. Ach, ganz ehrlich, die kann ich irgendwann auch wieder aufsteigen lassen. Oder warte mal. Kann ich hier noch? Komm, produziere mal ein bisschen. Oh. Das ist ja nervig hoch 10. Achtung,
Produktionsstillstand. Ach so, ja. Mit dem Konto. Na. Einen. Oh, danke. Und jetzt wirklich die ganze Zeit hier. Das liebe ich ja. Nein. Ah, dann mache ich nochmal kurz da oben. Konto hin. Damit wir das wenigstens haben. Meine Forschung steht kurz vor dem Durchbruch. Endlich. Dann seid ihr halt unglücklich. Ist mir jetzt aber gerade auch mal egal. Achtung, Getränkevorräte gehen zu Ende. Dass sie dann gleich so rumheulen. Ich lasse euch später nochmal aufsteigen. Alter, habe ich Geld. Halleluja. Wahrscheinlich, weil die jetzt auf Rot sind. Weißt du so. Ja, ihr kriegt keine Getränke, müsst ihr auch mal zahlen. Zack. Sehr nett. Die Daten belegen, dass Father in Richtung Nordosten unterwegs war, als er hier vorbeikam. Bestimmt kann ich seine genauen Zielkoordinaten extrapolieren. Ich habe Fathers Zielkoordinaten extrapoliert. Es ist tatsächlich besiedeltes Gebiet. Setzen Sie umgehend Miss Rodriguez in Kenntnis. Mache ich. Ich mache aber... Ich fülle noch mal kurz hier ein paar Funktionsranks ein. So. Danke. Innovation ist in dieser Stadt wirklich ein Fremdwort. So, da muss gleich auch nicht mehr rumheulen. Dann schicke ich... Ja, das mache ich gleich. Ich gebe den Typen da oben mal erstmal... Dann. Ist das dringend? Nö. Alles klar bei dir? Zu ihr? Hör mal, ich glaub dir ja. Aber wir dürfen nicht blindlings in diesen Konflikt rennen. Ich brauche schon konkretere Hinweise. Fathers Position zum Beispiel oder Infos über seine Waffen und Verteidigungssysteme. Oh ja, wir haben sogar die Position. Diese Koordinaten befinden sich im Sektor nordöstlich von hier. Besiedeltes Gebiet. Vielleicht hast du recht und Father plant wirklich einen Angriff. Kannst du herausfinden, über welche Technologien er verfügt? Natürlich. Hast du unser Problem lösen können? Ja, natürlich. Das Zentralpanel ist wieder online. Aber was? Verdammt! Die Entwicklungsdatenbank wurde gehackt. Die Daten für unsere neue Schildtechnologie fehlen. Oh, das Father hört sich nicht hat an. Also die Schildtechnologie der Eden Initiative. Jana Rodriguez wird nicht erfreut sein, wenn sie ihr davon berichten. Nee. Okay. Berichten Sie Jana Rodriguez? Das machen wir aber erst in der nächsten Folge, weil wenn ich jetzt auf der Uhr gucke, ist auch wieder Zeit. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.